So, liebe Leute, willkommen zurück. Heute habe ich gedacht, wir planen mal nach unserer tollen Steuererhöhung hier im Hickory Park, planen wir heute mal den Ausbau der Innenstadt, der geplanten Innenstadt. Und dafür brauchen wir natürlich auch große Straßen. Ich traue mich noch nicht so an diese Hardcore-Straßen hier ran, diese sechsspurigen oder Autobahnen. Das gucke ich mal vielleicht später, wenn man unsere Stadt so ein bisschen schaut. Das ist hier so das erste Dorf gewesen. Hier bauen wir jetzt so ein bisschen Großstadt, dass die Großstadt vielleicht hier so runter wächst, ne, in dem Bereich hier, bis zum Hafen runter. Oder hier zum See. Ne, und hier geht es dann drüber mit einer Brücke. Vielleicht sogar auf die Insel da kann man noch was draufsetzen, eine große Valley. So richtig fett vielleicht. Mal schauen, was wir hier hinbekommen. Also Platz ist ja genügend da, das ist das Schöne. Dann würde ich fast sagen, wir planen jetzt einfach mal. Hier kommt die Innenstadt rein. Der Bedarf ist auch da. Also die Nachfrage an Wohneinheiten ist da. Dann wollen wir doch mal. Also, würde schon ganz gerne mit diesen Bäumen hier arbeiten. Soll ja eine schöne Innenstadt werden. Wo viele Touristen noch angelockt werden zum Einkaufen. Und dergleichen. Und ihr seht schon, so groß sind hier die Gebiete dann. Ich versuche die mal optimal zu nutzen. Quadratisch. Praktisch gut, denke ich, ne? Wird hier die Devise sein. Ist halt nicht einfach. Man müsste es normalerweise jetzt komplett abmessen, ne? Man müsste es jetzt richtig perfekt abmessen. Dann wüsste man, oh, okay. So groß muss das. So. Ich hoffe, das passt so. Hoffe ich. Die Geschichte mache ich dann. Ja, warum nicht? Ist ja noch ein bisschen Platz, ne? So. Pause drücken, nicht, dass wir gleich hier über 5 Tage Stromausfall haben. So. Ist nicht optimal, aber sieht auch nicht so schlecht aus, finde ich. Finde ich. Dann müssen wir einmal unseren Bulldozer benutzen. Nämlich hier angefangen. Zack. Zack. Und zack. Den ziehen wir jetzt einmal hier entlang. Hier hoch. Und verknüpfen ihn hier irgendwo. Komm, mach's so, oder? Dann reißen wir das da oben ab. Hauptsache, es gibt eine direkte Verbindung. Bin mal gespannt, wie ich das hinkriege da mit der Großstadt. Also die Straßen sind angelegt. Jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich auch noch Parks einsetze. Und dergleichen. So, das ist weg. Perfekt. Dann viel wichtiger erstmal natürlich die Parkanlagen müssen geplant sein. Da fange ich mal hier an. An der Ecke immer. So, 3. Und ein 4. Das ist doch erstmal ordentlich, ne? 4 Parks. Dann dürfen wir nicht vergessen, Wasser. Höchstwahrscheinlich müssen wir da nochmal nachsetzen dann. So. Bis hier. Dann so. Jetzt baue ich schon mal richtig großspurig. Ich weiß, aber immer müssen wir es ja mal probieren. Ich will es halt mal versuchen anzulegen. Wir werden nicht gleich alles wahrscheinlich bestückt bekommen mit großen Büroeinheiten. Aber ich denke mal, die ersten könnten wir schon mal uns anschauen. So. Versorgung ist gesichert. Jetzt habe ich gesagt, ich hätte ganz gerne, ich würde schon 2 Polizeistationen nehmen. Eine unten, eine oben. Vom Geld her passt das auch. Eine unten, eine oben. Parks haben wir 4 drin. Ja. Vor allem sind ja auch, ne, Platz mit Picknicktischen, große eigentlich.
Wir können noch einen großen packenden Baum nehmen hier. Wo er reinpasst. Der ist echt groß. Der passt nirgends rein. Hier. Hier habe ich ihn irgendwie. Da geht er. Fertig. Genau da. So. Da haben wir jetzt auch eine hohe Dichte wahrscheinlich an. An Wert des Landes, ne? Also Landwert natürlich. So, jetzt muss ich. Ich habe gerade echt überlegt, wie wir das jetzt machen. So, und jetzt hier. Irgendwo müssen wir anfangen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist die Polizeistation? Das ist die Polizei. Habe ich jetzt eine. Ach, ich habe Feuerwehr gebaut, Leute. Sorry. Ist ja Quatsch. Ja, eine können wir ruhig lassen. Dann baue ich hier die Polizei hin. Da oben die hinten Feuerwehr, hier Polizei. Mal gucken, ob wir da mal nachrüsten müssen. Wir könnten auch eine große, aber so groß ist es ja jetzt noch gar nicht, ne? Also übertreiben müssen wir es ja auch noch nicht. So. Und dann müssen wir immer den Anfang machen. Oh Gott, wie es hier aussieht, wie geil. Gucken wir mal, ob wir das erste Viertel überhaupt voll kriegen. Wir haben nämlich eine hohe Nachfrage an Gewerbe noch. Ich versuche jetzt mal drei Parzellen zu füllen, ne? Die drei hier. Mal schauen, was passiert. Und Feuer frei. Strom sollte aber kommen jetzt gleich, oder? Stimmt, geht ja gar nicht. Müssen wir ja erst hier verbinden. Moment. Können wir später wegreißen? Jetzt muss erstmal. Ach, ist blöd. So blöd hier, blöd, blöd, blöd. So, jetzt ab geht's. Oder? Ja. Erstmal provisorisch. Okay. Bin ich ja mal gespannt, ob das hier läuft bei den, mit den Jungs. Die Nachfrage geht sofort nach unten bei Gewerbegebieten, ne? Es geht ratzfatz. Kann man mal einen Schluck Saft nehmen zwischendrin und gucken. Schon unten die Nachfrage. Hammerhart. Ja, wird nicht einfach hier, ne? Das ist ja alles zu besiedeln, klar, mit Gewerbegebieten. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Oh, die sehen aber schick aus. So. Ich denke mal, klar ist es, wie es geplant ist, ne? Wie groß es werden soll. Aber erstmal schaffen, ne? So, hier drüben haben wir jetzt. Oh, die sind ratzfatz eingezogen jetzt, ne? Kaum sind da ein paar Wohneinheiten am Start. Oder Gewerbegebiete am Start. Ziehen die Leute hier nach. Also dann. Sorgen wir mal dafür, dass noch ein paar neue Leute kommen. Und dann können wir bald schon wieder das nächste Viertel anlegen. So. Mal kurz wegen Wasser und so. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ne? Mal da in Probleme kommen. Und dann kann man hier eigentlich schon das nächste Dorf anlegen. So ein kleines Viertel wie das hier. Wäre denn hier schon angedacht? Haben wir einen Arzt hier? Ah ja, perfekt. Wir sind doch gut versorgt, ne? Gar kein Problem. Und Geld kommt auch. Wow, 8500, alles klar. Ein Wasserkraftwerk können wir jetzt bauen. Ein Güterzugbahnhof und einen normalen Bahnhof. Kleinunternehmen. Großunternehmen. Neue Richtlinien. Industrieflächenplanung oder wahrscheinlich was. Hightech-Wohnhäuser. Hochhausverbot. Hammerhart, ey. Das ist geil. Hochhausverbot finde ich gut. So. Ja, die kriegen auch hier oben einen eigenen Busbahnhof, ne? Das ist klar. Wenn wir da mal so weit mit dem Wachstum vorangekommen sind. So, 800.000 Einwohner. Läuft. Geht gemütlich voran. Ich würde, ja, bevor ich hier. Ja, wir können mal eigentlich das nächste Wohnviertel anlegen. Strom ist hier auch schon am Start. Ich guck
mal gerade, man lässt das hier am besten so ein bisschen wachsen, ne? Hier in die Richtung. Moment. Wir haben ja hier die schönen Einheiten genommen. Hoppala, muss ein bisschen aufpassen, hier kommen wir gar nicht rum. So eng an der Kante entlang. Und dann, ja, so kann man das anlegen. So finde ich das schön. In Ordnung. Kreuzung, Kreuzung. Na klar, dass es wieder dann nicht geht wegen dem blöden Strom. Ja, da muss der Strom umziehen, ne? Hilft ja alles nix. Hilft ja alles nix. Erstmal. Ja, weil den Strom zieht man immer sowieso weg. Dann lieber jetzt, lieber gleich, als wenn der uns dann nur mehr zu ärgert. Moment. Und das jetzt da rein. Jetzt muss ich gucken, wenn man wieder ein bisschen. Soll ja auch ordentlich angelegt sein. Das passt eigentlich hier so. Kann man das die Ecken so nutzen. Sieht auch schon mal gleich wieder ein bisschen anders aus. Ne? Also es gleicht sich auch nichts. Okay, tipptopp. So, dann natürlich, wie immer, Wasser. Aber dann machen wir mal ein bisschen Abwasserklärung. Dann müssen wir bald wahrscheinlich mal was anlegen. In die Richtung, ne? Abwasser nochmal. Habe ich Glück? Passt das? Oh ja, perfekt. Komme ich gut voran hier mit drei Einheiten. Kann ich mal hier so jetzt malen? Ich male jetzt hier mal. Nimm mal die andere Variante. Da muss ich nicht immer klickern. Und dann kann hier einfach. Oh, oh, oh. Ich glaube, hier hinten ist kein Wasser. Ja. Aber egal. Machen wir jetzt einfach. So. Hier, überall. Zieht ein, liebe Bürgerlein. Zieht ein. Fühlt euch wohl. In Sweet Valley. Da, so. Okay. So, dann sind die nächsten wieder am Start. Hier können ja auch welche wohnen im Kreisel. Nee, das ist blöd. Im Kreisel finde ich doof. Da kann man auch, baue ich einen Park hin oder so. Das sieht ja doof aus. Oh, hier auch. Guck mal, das ist auch Blödsinn hier. Da haben wir noch gar nichts angelegt. Das muss jetzt nicht sein. So. Perfekt. Nachfrage ist gering. Die Industrienachfrage steigt. Das ist gut für uns. Dann nutze ich aber jetzt wieder die Geschichte hier. Ist zwar laut und keinem gefällt es hier hinten, aber ist halt auch wichtig, ne, dass wir Industrie anlocken. Da brauchst du wirklich auch bald einen Güterbahnhof und Infrastruktur. Da muss man dann, ja, da muss man später dann optimieren. Ne? Geht er. Später geht es dann da an die Optimierung der Stadt. Da werden ja mal Viertel wahrscheinlich abgerissen oder bessere Verbindungen angelegt und dergleichen. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal dran arbeiten dann. Ah, perfekt. Müllverbrennungsstatus. Was ist denn da los? Warum ist das rot? Wird zu viel verbrannt oder was? Hm. Keiner weiß, man. Zack. Hier noch eine anbauen. Mal gucken, was passiert. Wenn die jetzt in Betrieb genommen wird. Hat sich was getan? Die ist gar nicht in Betrieb, ne? Noch gar nicht. Warum ist die nicht in Betrieb? Nö, warum außer Betrieb? Dauert vielleicht ein bisschen, bis die loslegt, hä? Weißt du, Geier. Oh, hier wohnt sie ist echt nicht schön. Aber egal, ne? Gehört dazu. So, da könnte man eigentlich nochmal welche anlegen. Zack. Bedarf. Bedarf gedeckelt hier in Hochhäusern. Das sind die Arbeiter für hier. Das ist richtig hardcore.
So. Oh, wir haben die Feuerwehrprobleme. Oh ja, wir müssten mal, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, das ist noch. Auf einmal geht's Geld runter. Hi, du Witzka. Ist die jetzt in Betrieb? Warum ist die außer Betrieb? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist die andere denn im Betrieb, die wir haben hier? Ja, die ist. In Normalbetrieb. Müllreserven, Verarbeitungsleistungen. Oder haben wir jetzt eine zu viel vielleicht? Ich weiß es jetzt nicht. Mal gucken, ich lasse jetzt mal stehen. Wir können es ja leisten, die erstmal ein bisschen da hinzustellen. Oder ich kann sie ja ausmachen. Ich guck mal kurz, was ist denn hier? Ach, vielleicht haben wir noch gar nicht so viel Müll zum Verbrennen. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich kann mir gut vorstellen, ich mach die mal aus. So, Gebäude ist abgeschaltet. Und ich glaube nämlich, weil die noch gar nicht. Die ist noch. Mülldeponieauslastung 70%. Und jetzt ist aber runtergegangen, Müllverbrennungsstatus. Müllverbrennungsanlagenkapazität 48.000 Einheiten Woche. Müllproduktion 180.000 Einheiten pro Woche. Ich verstehe. Aha. Wenn ich die jetzt wieder anschalte, müssen es mal beobachten jetzt. An. Zwar außer Betrieb noch, weiß nicht warum, aber sie ist halt noch außer Betrieb. Doch, jetzt brennt sie doch. Da jetzt, ah ja, okay, jetzt ist er an. So. Und jetzt, Moment, wo haben wir denn hier die Geschichte mit dem Müll? Ja, es ist ein bisschen höher gegangen, ne? Jetzt haben wir, ah ja, Verbrennungskapazität 96.000 Einheiten pro Woche. Ich verstehe. Da brauchst du noch ein paar Dinger, ne? Gibt es hier irgendwie eine Recyclinganlage oder sowas? Kann ich einfach alles verbrennen? Naja, so ist es jetzt erstmal. So, hier haben wir angelegt. Einheit. Oh, Nachfrage ist momentan sehr gering von allem. Wahrscheinlich, weil die hier hinten nicht zur Arbeit kommen. Verstehen Sie? Da wäre es vielleicht mal angedacht, hier noch ein Busdepot zu bauen. Oder wir können ja mal eine Linie anbauen, die jetzt hier so. Naja, eine Linie. Ja, aber warum nicht? Warum nicht? So eine Großshuttle-Linie. Und anscheinend kann ein Busse in Verwendung 33 Unterhalt 720 Tacken pro Woche. Aber für ein paar People da hinten, die können mit dem Auto fahren, ey. Da ist ja echt kein Stau oder so hier, ne? Ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen müssten hier, wir müssen die Straßen entlasten. Ich guck mal ganz kurz, was den Verkehr angeht. Ja, hier ist ein bisschen an der Kreuzung gut, okay, aber ansonsten. Boah, können die ja zur Arbeit fahren, können ja pendeln, verdienen ja genügend. Anscheinend. Vielleicht. Gut. Wie gesagt, Nachfrage ist jetzt gerade. App ist gering. Das muss jetzt erst langsam wachsen. Weil wir das so ausgesiedelt haben, ne? Weil wir so weggenommen haben von denen. Ach so, stimmt. Apropos, wir haben auch hier jetzt die großen Anlagen noch gebaut. Das ist natürlich auch klar. Wo ist die Feuerwehr? Alter, da kommt sie. Okay. Die roten Busse, wie sie auch immer alles zusammenfahren, ne? Schaut mal. Können die sich mal ein bisschen aufteilen? Was ist das denn? Die fahren ja alle hintereinander. Ist das normal? Guck mal, alle Busse zusammen. Alle drei zusammen. Dann LKWs. Okay, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Also, das ist jetzt heiße Phase. Die ist auch schon voll hier, die Anlage. Was mache ich damit jetzt? Kein Platz mehr. Voll. Mülldeponie. Ja, dann bau doch da so eine Verbrennungsanlage hin. Kein Platz mehr. Ja, wenn jetzt dann eine Verbrennungsanlage gegenübersteht, ich baue jetzt ja noch eine hin, ey. Mal gucken, was dann passiert. Wir gucken mal. Ein Müll ist es, wenn uns der Müll.
über den Kopf wächst, haben wir ein Problem, ne? Es war echt nicht geil, die ganzen Anlagen hier, aber... Ah ja, der hat einen Radius, ah! Ich verstehe, okay, aber ist ja drin im Radius, ne? Passt doch perfekt, so. Boah, ist das widerlich, die ganzen Müllgeschichten da. Das werden wir auf irgendeiner Insel dann irgendwann mal ausweiten, hier hinten auf die Ölinseln. Da packen wir dann irgendwann mal die ganzen Mülldinger hin, so eine riesen Mülldeponieanlage. Vielleicht verschaffen wir das ja, das auszusiedeln irgendwann mal. Und hier aufzuräumen, das sieht ja auch alles aus, hier alles voll gesifft, ey. Hammerhart. Das ist natürlich hier unten, hier ist schön, ne? Im Dorf kriegt man davon nichts mit. Aber die Katastrophe bahnt sich da unten an. So. Und da geht's in die Stadt rein. Ach, da ist sogar ein Donut hier. Ist ja niedlich. So ein kleines, was ist das hier, ein Eichhörnchen oder sowas? Auf dem Donut, ein Donut-Eichhörnchen. Hammerhart. Best Sales ever. Oh, hier hinten auch. Ah, da gibt's mehrmals. Schade, dass wieder so häufig da sind. Da auch noch einer. Da auch einer. Überall sind sie, die Lemminge. Wie gesagt, also da in dem Bereich, da ist noch ein bisschen Bedarf an variablen Varianten, ne, der Gewerbegebiete, finde ich. Da ist noch ein bisschen die Möglichkeit, andere Sachen zu bauen. Hier fackelt alles ab. Zum Glück kommt die Feuerwehr schon. Da rennen sie rein. Ajo, die löschen richtig. Ein neues Grundstück steht zum Verkauf. Ja, ich würde dann... Ja, obwohl, ja, jetzt müssen wir jetzt hier unsere... Naja, gut, unsere Hauptstadt kriegen wir nicht so schnell voll. Da wäre es vielleicht angedacht, mal in der nächsten Folge ein Dorf anzulegen, ein neues. Ja, so ein kleines, gemütliches Dorf, das sich so ein bisschen auch selbst versorgt. Wir gucken mal, wo waren die Erze. Ja, hier wäre zwar Landwirtschaft wäre hier möglich, ne? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Am fruchtbaren Boden. Man könnte aber auch hier drüben auch ein Dorf bauen, ne? Hier. Und darf halt nur nicht vergessen, dass da das Abwasser auch noch hingeschleppt werden muss, etc. Hier wäre auch Platz. Hier ist Platz. Ah, das kostet jetzt schon mehr. Kostet schon 7000. Das kostet 6200. 7000. Na, ich glaube, ein bisschen steigen wird das immer dann. Desto mehr man haben möchte, desto mehr steigt es dann. Aber können wir uns auch locker leisten. Wir haben echt Kohle ohne Ende. Noch. Mal gucken, wann die großen Sachen kommen, ne? Die Großprojekte, die werden wahrscheinlich teuer werden. Nehme ich mal an, wenn es sowas gibt. Flughafen. Genau, Flughafen will ich haben. Was ist das hier? Ah, Bahnhof. Ja, wir haben noch gar keine Bahnverbindung, ne? Das ist ein Güterzugbahnhof. Bauen Sie einen Güterzugbahnhof, um Zügen den Transport von Gütern und Rohmaterial zu ermöglichen. Bahngleise könnte man dann auch hier reinziehen, ne? Gut, hier kriegt man keine Bahngleise mehr rein. In Bellevue. Oder Sweet Deep Valley. Spannend, spannend, absolut spannend. Find's geil. Gut. So viel dazu. Brand gelöscht. Passt, läuft. Ich guck mal ganz kurz, ob ich irgendwas noch abreißen muss. Nö, hat sich alles ganz gut hier gehalten bis jetzt. Schön. Ja, hier könnte man mal eine Brücke überbauen, aber. Demnächst. Ja, dann würde ich sagen, bauen wir hier hinten ein schönes. Ach, hier ist auch wieder Autobahn. Ja, das ist auch wieder. Gibt es auch eigentlich Städte ohne Autobahn? Wir haben alle mal eine Autobahn, ne? Anbindung. Nee, die hier zum Beispiel hat keine. Da ist ein Zug. Zuggeschichte am Start. Aber macht ja nichts. Können ja raus auf dem Berg hier oben unser Dörfchen bauen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Bestimmt ganz lustig. Da baue ich jetzt ein schönes... Wie gesagt, nächste Folge machen wir uns ein schönes Dörflein hier oben. Mal gucken, was dabei rauskommt. So ein selbstversorgtes mit so Windrädern und so. Mal gucken. Bestimmt ganz lustig. Und dann müssen wir das hier hinten ein bisschen so... Ja, das schieben wir dann auf die lange Leitung. Wie gesagt, hier werden wir noch die... Die Transportdinger werden mir hier noch angezeigt.
Ich hab doch nicht mal Zugverbindung. Was will denn der? So. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's. Ciao. Tschüss.